Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir das Shinra Hauptquartier betreten und ja, wir. Oh, ich sehe gerade, dritte Etage steht da, glaube ich, bei jedem links neben den Namen. Ja, warum wohl das? Weil wir jetzt hier ein ganzes Weilchen nach oben klettern werden mit der Treppe. Ja, wir hatten die Wahl zwischen dem Fahrstuhl und die Treppe und ich habe natürlich die Treppe gewählt, weil ich sehr viel darauf lege, irgendwie mich anzuschleichen. Und ja, je nachdem, wie sehr die am Original hier dran geblieben sind, könnte halt jetzt ganz schön lange dauern. Ja, die haben jeden anderen Moment in diesem Spiel ein bisschen lang gezogen, also nehme ich mal an, das hier wird auch ganz schön lange dauern. Und ja, wir gehen jetzt die Treppe nach oben und klettern nach oben. Bis wir irgendwann, aber es scheint sehr viel kürzer zu sein. Wir sind jetzt schon. Ja, okay, da geht definitiv schneller. Können wir langsam mal eine Pause machen? Mensch, Merit. Ja, gerade erst angefangen, ey. Ja, jetzt jede einzelne Treppe eine Etage. Das kann doch irgendwie nicht stimmen. Oh. Ich habe mir ja mehr erwartet. Nicht ehrlich bin. Wollen wir es nicht aufgeben? Ihr könnt es auch auf mich schieben. Geht dir etwa die Puste aus? Und wovon träumst du sonst so? Oh, könnt ihr den Quatsch bitte lassen? Vom Streiten werden die Stufen auch nicht weniger. Tiefer. Ich wollte. Okay, wird trotzdem witzig. Deine Ausreden kannst du dir für oben aufheben. Ich kann auch gar nicht mehr schnell laufen, sehe ich gerade. Na, die war schon im 60. Stock, ey. Barrett ist höher als ich. Ja, okay, die waren auch immer vor allem. Aber okay, jetzt geht's ein bisschen langsamer. Hi Barrett, wie geht's? Ist auch so ein Spaß wie ich. Ich finde das witzig. Ihr könnt sagen, Matterwald. Forschung und Entwicklung sind also ganz oben. Ja, ganz genau. Na, zum Glück! Kletter ich gerne! Na, wir sind schon ja 20. Ebene. Kümmer dich um Barrett! Ja. Hm? Ich kann dich nicht hören! Barrett kannst du mir überlassen! Sorry, Kumpel. Dann schieb mal ein bisschen. Oh, die Hälfte haben wir auch schon leicht geschafft. Ne, 23. Tiefer hat die Hälfte schon geschafft. Ja, okay. Er ist genauso stumpfsinnig wie morgen. Lauf nicht davon. Okay, okay, ich bleib bei dir. Ich warte mal auf dich, Barrett. Ich finde aber immer noch, das Original hat besser gemacht. Also er kommt noch irgendwas. Komm, Barrett, wir schaffen das. Die war schon im 33. Stock, ey. Yo, sind ganz nah an dir dran. Oh, 30. Stock erst. Muss ein Treppen hoch sein oder so. Ja, ja, schon klar. Okay. Ja. Also falls ihr irgendwas Spannendes erwartet habt, ne? Ja. Kann ich euch beruhigen. Nee, nee. So wird nichts. Lauf nicht davon. Oh, wir haben tiefer eingeholt. Ja, ein bisschen. Aber geht schon wieder. Super! Dann sputet mal los! Ich meine, man könnte sogar noch den Weg zurückrennen, ne? Und dann immer noch den Aufzug nehmen. Jetzt dreht er durch. Das, ja, okay, allein das war schon wert. Ich glaube, wir sind hier echt gleich 10 Minuten. Wenn es so weitergeht. Nur in diesen Treppen hier.
am Hochklimmen. Ich kann übrigens noch nicht schneller laufen gerade. Ich drücke schon R2 zum Rennen, aber geht nicht. Das ist so schnell, wie ich gerade laufen kann. So, noch ungefähr 20 Etagen bis zum 59. Ist jetzt eigentlich für jedes einzelne Ding hier eine... Nee. Habe ich wieder programmiert haben, ja, ist ja gigantisch hoch dann. Wie weit geht diese Scheißtreppe eigentlich nach? Ja, Bert ist am Ende physisch und geistig. Mal fragen. Glaub kaum, dass sie dir antworten würde. Man klagt. Das war jetzt selbst. Für dich zu krass. Sollte ein Witz sein. Ah. Ah, noch 15. Ist wieder Taus das Verrückte macht. Aus Asterix und Obelix. Gegen Caesar. Nee, nicht gegen Caesar. Doch gegen Rom, glaube ich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Der dritte oder vierte Film, weiß ich nicht. Ah, 47. Ich kann übrigens immer noch nicht schneller laufen. Dieser Weg zieht sich echt endlos. Aber wenigstens braucht man nicht kämpfen. Ich jetzt nicht erwartet von Welt. Lass es bitte. Ja, lass es. Wieso? Soll das sarkastisch sein oder so? Ich weiß es nicht. Weil wir kein Unglück heraufbeschwören wollen. Ja, klopf lieber dreimal auf Holz. Leiste mir deinen Kopf. Halt einfach den Mund. Mein Gott, alle sind hier voll. Alle haben irgendwie genug, ey. Jetzt laufe ich nur. Jetzt laufe ich noch langsamer. Barrett, bleib mal stehen. Alter, ich Wasser. Ich hoffe, da oben hat er eine Bank auf uns. Vita, verdammt, wir sind voll geil. Heiltrank, nein. Oh, hi, Bert, wie geht's denn so? Du auch hier? Es reicht! Ich drehe jetzt um! Jawohl, genau wie im Original. Ja, schon fast da, Barrett. Du willst die ganzen Stufen wieder runterlaufen? Ja, okay, das war's wert. 10 Minuten hier nur eine Treppe hochgelaufen, genauso wie ich es geplant hatte. Hier gibt's Qualitätscontent auf diesem Kanal. Habt ihr schon abonniert, geliked und so? Habt ihr mich schon weiterempfohlen? Ja, ich liebe jeden einzelnen Moment hier. Na, Tifa, du bist schon angekommen, ne? Warte, ich bin auch da. Hi. Na. Warte auf was. So. Das war jeden Moment wert. So, jetzt sind wir fit, Shinra zu erledigen. Leute. Ich glaube, wir sind da. Ja, hier sind keine Treppen mehr, also. Ich kann mich nicht bewegen. Geschafft. Ich kann noch nichts machen. Gut. Los geht's. Sehr geil. Oh, ich kann gar nicht mehr umdrehen. Schade. Jetzt wäre ich noch umgekehrt in dem Aufzug genommen. 80, 90, 100, 110. Makrodichte erreicht kritisches Ausmaß. Initiiere die Kühlung mit Frostmaterie.
Oh. Mit Verlaub, Zeit für ihr Meeting. Mit Verlaub. Wage es nicht, mich in diesem wichtigen Moment zu stören. Makrodichte und Materia im stabilen Bereich. Der Materia-Kern nimmt an Masse zu. Zum Glück hat gerade niemand geguckt. Schön. Dann zeig mir mal, was in dir steckt, mein Schatz. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Verzeichne Anomalien. Wir gehen. Grenzwerte überschritten, weiter steigen. Die Lösung beginnt sich zu kristallisieren. Kontrolle verloren. Verdammt, wir werden alle... Nicht hinterher alles schön auf. Dann krabbelt denn der hinterher? Was? Himmelsfoyer, hm? Ist in der Tat ziemlich himmlisch hier. Suchen wir den Empfang. Ja, jetzt kämen wir um. Kann ich echt jetzt umkehren? Ich kann es aber viel schneller. Will ich den ganzen Weg mal zurücklaufen und den Aufzug benutzen? Nein, lass mal. Kommt noch eine Menge Kämpfe. Im Original war es jedenfalls so. So, wir sind im 59. Stockwerk im Shinra-Gebäude. Hey, seht mal. Klaus, komm mal rüber. Ich nehme an, wir können auch gar nicht mehr den Aufzug benutzen dann, ne? Warte mal, wo ist das hier? Himmelsstürmer. Okay, jetzt nicht so aus. Egal. Diese Ärsche. Nichts, nur so. Sehen die Aussicht und freuen sich im Wolf, wie schön das alles ist. Jedes einzelne dieser Lichter brennt nur, weil Shinra den Planeten das Leben aussaugt und die merken es nicht mal. Das wäre mir ja fast auch so gegangen. Musik im Hintergrund. Ja, als könnte das irgendwie aus Final Fantasy 15 oder so sein. So. Frage ist jetzt, wo geht es jetzt genau lang? Hier wäre der Aufzug, glaube ich, gewesen, ne? Mal zurück. Vielleicht, wenn ich hochfahre, kommen wieder. Wo wir werden denn hier Kämpfe? Bitte schön. Wir hätten denn hier Kämpfe stattgefunden. Dann jetzt immer noch stürmen. Na, mache ich jetzt mal. Ich guck mal. Oder ist die Musik, die ich die ganze Zeit, gewartet habe, vom Shinra-Gebäude? Okay, ja, okay. Ich nehme an, wir hätten das nicht mehr machen können. Ich glaube, im Original wäre es so gewesen. Dann wäre es die Treppe zurückgegangen, dann hättest du noch mal den Aufzug genommen, wäre es nach oben gefahren. So, voll Hirn verblödet, weil du noch mal 10 Minuten hier runter rennen müsstest, aber warum nicht, ne? Auf der Treppe im Original waren auch einige Gegenstände, glaube ich, so, aber normale Sachen, so wie Potions und Elixiere und was weiß ich.
nichts Besonderes. Gut. Wir uns hier noch mal gründlich um, bevor wir weitergehen. Hier brauchen wir bestimmt eine Schlüsselkarte, ne? Und eine autorisierte Schlüsselkarte. Ja, jetzt müssen wir hier. Ich habe so ungefähr noch in Erinnerung, wie das Shinra-Gebäude hier so abgelaufen ist. Ja, Barrett, sei ruhig. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das hier umgesetzt wurde. Wird jedenfalls interessant. Ich versuche gar nicht erst die eine Tür. Hallo, Madame. Sie wünschen eine Besichtigungstour? Unser Besichtigungsprogramm beginnt in der 60. und endet in der 64. Etage. Perfekt. Bitte folgen Sie der Route. Am Ausgang jeder Etage befindet sich ein Gerät, mit dem Sie Ihre Karte aktualisieren können. Erst danach können Sie die nächste Etage betreten. Klingt irgendwie nicht sicher. Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei Ihrer Reise durch die spannende Welt von Shinra. Müssen die es immer so umständlich machen? Kam euch das nicht auch irgendwie komisch vor? Verdächtig reibungslos. Nicht wahr? Als wüssten sie, dass wir hier sind. Die sollen es ruhig versuchen. Dann kann ich mich endlich abreagieren. Ach, wat. Die Sperre ist ja nur zufällig aufgegangen. Da ganz unten. Und tiefer sich reingeschlichen hat. Wir sind keine Soldaten und nichts, die uns empfangen. Sag mal, musst du ständig eine Lanze für deinen ehemaligen Arbeitgeber brechen? Die Wahl zum Mitarbeiter des Monats ist für dich eh gelaufen. Okay. Ich nehme an, hier ist nichts mehr, ne? Da sind ja noch Quests. Ich könnte mir vorstellen, dass hier noch Quests sein könnten. Irgendwie für irgendwelche Mitarbeiter, die nicht wissen, wer wir sind, hier irgendwie so Aufträge machen können. Könnte ich mir gut vorstellen, irgendwie sowas. So. Nur schön hier aus, ne? Ich gehe natürlich hier auch, geht natürlich nicht. Na. Oh mein Gott. Ja, so ein paar Schritte zurück, so, oh Gott. Das ist stärker als ich. Alle Reaktoren und Pfeiler. Ja, ganz genau. Nein, alle. Wir müssen jedes Risiko ausschließen. Bei der kleinsten Auffälligkeit will ich einen Bericht. Darf ich kurz stören? Ja, natürlich. Ich habe hier den fertigen Schadensbericht zu Sektor 7. Sie sollten sich aber auch eine Pause gönnen. Nein, unser Meeting ist schon bald. Ich muss die Schäden und Reparaturmaßnahmen sondieren. Ein ganzes Viertel zu zerstören, ist einfach unentschuldbar. Sowas tut niemand bei Verstand. Mag sein, aber das dürfen Sie nicht in dem Meeting sagen. Unter gar keinen Umständen. Das weiß ich doch selbst. War das Horstlichter? Okay. Ich bekomme ja auch schon wieder voll die Fallout-Vibes hier, weil. Naja. Wir sind in einem Gebäude, wo voll viel. Boah, ich vergesse meinen Namen davon. Wenn irgendwas gut geredet wird, aber nicht gut ist. Irgendwas mit P, glaube ich. Ich habe den Namen. Ich vergesse den Namen.
Ich vergesse immer wieder den Namen, wie man das nennt. Was Fallout die ganze Zeit machte. Wie nennt man das nochmal? Ja, komm. Willkommen zu Ihrer Führung durch die aufregende Welt von Shinra. Was kommt jetzt für ein Scheiß? Hier, in der Ausstellungshalle, widmen wir uns dem Leben des Direktors, den zahlreichen Abteilungen unseres großartigen Konzerns, sowie der Makostadt Midgar und ihrer faszinierenden Energieform. Die Ausstellung ist in drei große Bereiche unterteilt. Ja, ja, ist schon gut. Auf Besichtigungstour. Der Präsident. Rechts, finde ich. Hier mag sich halt jemand besonders gern. Bert nur so, ich hasse diesen Typen. Und alles, für was er steht. Also du meinst Shinra, ja. Yeah. Okay. Ja, weiter. Sehr Raum zum Chillen. Liebe Gäste, wir hoffen, Ihnen gefällt die Besichtigungstour. Sicher haben Sie eine Menge über den Direktor und die Firma erfahren. So hautnah wie hier atmen Sie Geschichte nirgendwo sonst. So, alle wichtigen Leute. Scarlett gerade, Heidegger. Oh, ich weiß nicht, ob sein Name schon erwähnt wurde. Aber ich weiß auch, wer das ist. Oh. Ich glaube, sein Name haben wir auch noch nicht gehört. Ne? Das sind die großen Tiere hier. Staunen, in welchen Bereichen Shinra neben der Energieerzeugung tätig ist. Seien Sie gespannt. Ja, hier gibt's auch direkt weiter. Davon haben wir schon so einige verschrottet. Die Ausstellung über die Waffenentwicklung wird momentan umgebaut. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Okay. Da hat sich sogar jemand ausgestellt persönlich. Herzlich willkommen im Shinra-Gebäude. Was die Forschungsabteilung Großartiges leistet, vermögen Kleingeister wie Sie natürlich nicht zu fassen. Deswegen erspare ich mir eine Erklärung einfach. Die Wissenschaft schreitet stetig voran, ob Sie es merken oder nicht. Momentan ruht sie allerdings und alles nur wegen dieser Aufnahme. Ich kann es mir nicht leisten, noch mehr Zeit zu vergeuden. Also entschuldigen Sie mich bitte. Sie haben doch sicher die Güte. Ich mal Bock gehabt, hier als Hologramm irgendwie aufzutauchen. Wie bitte, was habe ich tun? Das hier lesen? Aha, dann lass doch mal sehen. Willkommen im Shinra-Gebäude. Die Abteilung für Weltraumforschung, der ich voranstehe, nutzte hochleistungsfähige Raketenantriebe aus der Waffenentwicklung. Laut ist nicht beeindruckt. Das Weltall und seine Ressourcen zu erobern. Jetzt, wo wir das Makro haben, liegen die Weltraumprojekte auf Eis. Was ich bedauerlich finde. Okay. Ich glaube, den trifft man gar nicht. Also persönlich jedenfalls. Ah, da ist Heidegger. Ach, komm schon.
Willkommen im Shinra-Gebäude. Die Abteilung für Stadtplanung kümmert sich um den Bau und die Instandhaltung der kompletten Infrastruktur von Midgar. Von den Makko-Reaktoren über die Platte und ihre Pfeiler bis zu den Wohngebieten und dem Verkehrsnetz. Aktuell wird die Konstruktion von Schnellstraßen vorangetrieben. Wir hoffen, dass Ihre Fertigstellung dazu beitragen wird, das Leben unserer Bürger noch komfortabler zu gestalten. Vielen Dank, dass Sie Shinra unterstützen. Okay. Haben wir von allen hier mal was gehört? Bestimmt neuer Präsident. Hier irgendwann. Ich hätte auch nirgendwo anders hingehen können, ne? Merke ich gerade. So. In diesem Teil der Ausstellung haben Sie erfahren, in welchen Bereichen Shinra tätig ist und was der Konzern bislang schon vollbracht hat. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wir nutzen unsere Errungenschaften, um Ihr Leben Tag ein Tag aus sicherer zu machen. Schön. Ganze Makko, nehme ich mal an, soll das sein, ne? Wie es alles durch die Stadt fließt, vom Planeten ausgesaugt wurde. Ja. In diesem Sinne, im nächsten Teil erfahren Sie alles über Makko-Energie, die Reaktoren und Midgar. Freuen Sie sich auf eine umfassende Einführung. Gleich geht es los. Jawohl. Dies ist ein detailgetreues Modell der Ernährung, kenne ich im noch. Maßstab 1 zu 10.000. Wie Sie sehen können, gibt es 8 Reaktoren, die über das ganze Stadtgebiet verteilt sind und Tag und Nacht frisches Makko fördern. Makko ist ein Rohstoff, der unbegrenzt im Erdreich vorkommt. Shinra fördert diesen Rohstoff und gewinnt Energie aus ihm, die ihnen auch in Form unserer hochklassigen Kraftstoffe zugutekommt. Die Verbreitung von Makko-Energie hat unser Leben in vielerlei Hinsicht bereichert. Midgar ist zu einer fortschrittlichen Stadt erblüht, in der das Leben niemals stillsteht. Eine lebhafte Metropole, der Mittelpunkt unserer wunderbaren Welt. Eh alles nur Lügen. Makko hat unser Leben tatsächlich bequemer gemacht. Aber Bequemlichkeit verschleiert den Blick aufs Wesentliche. Ich weiß, wovon ich da spreche. Deswegen wohnt's mich umso näher. Welchen Stock sind wir jetzt eigentlich? Im 16. Okay. Dieses Ding war nämlich in der anderen Etage im Original. Und da fehlten einige Bereiche, die man suchen musste im Original und dann da einfügen konnte. Ich weiß zwar nicht mal, ob man was dafür bekommen hat oder so, aber naja, irgendwie so war das dann. Gut. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind nun ein wahrer Shinra-Kenner. Sie sind nun bereit, unsere visuelle Ausstellung auf der 61. Etage zu besuchen, wo wir mit neuester Technik hautnah in unsere Geschichte eintauchen. Okay, dann würde ich aber sagen, das ist ein guter Ort, um Schnitt zu machen. Wir haben uns ein bisschen was von Shinra angehört und ja, ich versuche die ganze Zeit zu nachdenken, wie dieses Wort heißt hier. Wenn irgendwas schön geredet wird, wie in Fallout. Irgendwann mit P, aber ich komme einfach nicht drauf. Egal, Magus wird mir wahrscheinlich schon sagen, vielleicht habe ich das auch schon gegoogelt im nächsten Part und ja, keine Ahnung. Ich sage dann schon mal Dankeschön fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar, das würde mich sehr freuen. Ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.